wird er gebraucht. Lavatronic Energy aus. Ja, hier machen wir über Lavatronic Energy auf, dann geht das. Ja, kann man ja. Na, aufladen. Also. Aber jetzt, geht eigentlich. Ja, wir müssen das nicht 20.000 Mal craften, nein. Superconductor werden einmal. Den können wir craften, müssen oben die Zellen hin machen. Hab keinen Bock mehr. Kann ich ja übernehmen. Nee, dann machen wir irgendwann anders, passt schon. So. Also Grundding war die Gamescom recht cool, ne? Ja, definitiv. Ich freue mich auch schon auf den letzten Tag morgen. Also für uns der letzte Tag. Wir hatten jetzt für 3 Tage die Tickets. Für Donnerstag bis Samstag. Das reicht vollkommen. Ja. Vor allem, weil wir dann abends noch so viel Scheiße waren, dass wir dann echt todmüde sind irgendwann. Ja. Hast du eigentlich das Problem mit der Turbine irgendwie lösen können? Ja, das ist mir schon direkt danach aufgefallen. Weißt du, was das ist? Was? Moment. Standard hier. Hier, Induction Coils. Da muss noch diese Coil aus deinem Enderium drücken auch rundherum. Und da waren wir beide zu faul, das zu machen, das Enderium. Waren wir? Ja. Okay. Wie sehen die Blöcke aus und wie schwer sind denn die? Enderium. Ach so, die. Okay, ja. Ich meine, einen Ressourcenmangel sonst echt nicht, aber eindeutig an der Faulheit. Ich gehe mal gerade ein bisschen raus. Ich meine, wenn man mal die Enderperlen anschaut, die sind dauerfertig. Die werden aber echt nicht mehr abgefarmt dann, ne? Ja. Schauen wir unten in den Planter rein. Au. Ah. Gemütlich. Kriegst du überhaupt keinen Schaden. Geil. ...20.000 jeweils, oder? Ja, 20.000. Kann ich gleich mal wieder aufladen. Mach ich nach der Aufnahme. Also für jeden, der noch auf die Gamescom geht, obwohl, warte mal, wenn das draußen ist, die Gamescom schon längst war ja zu Ende. Ja. Für jeden, der auf die Gamescom gehen wollte, ihr Tweep Dr. Pepper verpasst. Oh ja, oh ja. Boah. Wir haben kostenlos Dr. Pepper und Coca-Cola Light verschenkt. Da kann man sich zusaufen. Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero. Da kann man sich zusaufen, ey, das ist einfach geil. Dann haben Crazy und ich noch so ein bisschen Geld ausgegeben. Da war so ein kleiner Losstand, konnte so ein paar Spiele gewinnen. Ah. Minimal. Und so komische Dosen, wo Schlüsselanhänger drin sind, die zu so einem komischen Online-Spiel sind. Also wenn irgendeiner dieses Mobile Game fürs Handy Gather Heads kennt, soll er Bescheid sagen, ich habe ja irgendwie so 2 Dosen und Crazy hat noch 4. Das sind dann irgendwie so. Wir verschenken es gerne. Ja. Ja, und dann haben wir da so ein paar Spiele gewonnen. Und ich glaube, da wird nochmal völlig das eine oder andere Let's Play drin sein. Beyond God and Evil von Ubisoft. Kenne ich nur vom Namen, kennst du's? Nee, ich kenn's auch nur vom Namen her. Also könnte bestimmt interessant werden. Dann Conflict Desert Storm und Project Snowblind. Sagt mir beides nichts. Sind auf jeden Fall Shooter, weiß noch nicht, ob ich mir das antun werde. Gia Grinder. Das ist ein. Rennspiel sieht auf jeden Fall so aus, oder? Keine Ahnung.
Und dann das tollste Spiel 2011. Also das war echt überall vertreten. Wer das nicht hatte, der war damals ja auf jeden Fall ein vollfetter Versager. Nämlich haben wir dann noch stolz den Landwirtschaftssimulator 2011 bekommen. Premium Edition. Die Platin Edition. Oh, Platin. Mit offiziellem Add-on. Also wer das nicht hatte, der hat echt was verpasst. Definitiv. Also man muss dazu sagen, der Teil hat sogar einen Multiplayer. Vielleicht kriege ich ja irgendwann oder ihr nochmal crazy überredet. Vergiss es. Du hast das Spiel zweimal. Ja, und vergiss es. Komm. Eins verbrenne ich, eins zerstöre ich, ja. Jetzt im Ernst, komm mal rein, mal mit. Das ist einfach so ein Langeweile-Let's Play. Das muss nicht lange gehen. Okay, ich überleg mal. So, geht's auch weiter für eine Fasspause. Ich überleg mal. Ich fand es aber immer noch krass, dass du vorher echt nicht für die Fasspause kanntest. Ja, gibt's. Also, ich hab's noch nicht in Bayern gesehen. Also, wenn wir in Berlin waren, hab ich das sogar gesehen. Und. Es ist Bayern, was soll ich sagen? Also, ich finde ja auf jeden Fall Landwirtschaftssimulator 2011, kommt auch immer nicht klar. Ich meine, wer wollte in seinem Leben noch nie einen mobilen Düngertank fahren? Oder hier Originalfahrzeuge von Deutz, Krone, Horsch, Böttinger, Vogel und Not. Jetzt auch von Amazone, Bergmann, Gillibern, Lemken und Gotteland-Technik. Da sind so tolle Spezialisten dabei wie Horsch Express 3TD. Ich habe das gesehen hier. Das ist eine 3-Punkt-Sämaschine. Dann gibt es da noch die Krone ZX450GD Doppelstück Ladewagen. Halt die Fresse. Da zählt nicht mehr zum Namen dazu. Oh, so ganz beliebt hier. Der Pöttinger Jumbo 10.010 CL Silierwagen. Ich meine, wer wollte noch nie so ein Meister wegfahren, hä? Boah, das Spiel ist so kacke. Wir wollen doch noch Zuschauer nach dem Let's Play haben, ne? Also. Also. Soll ich ihn schlagen? Kannst du gerne machen, ich habe gerade ein paar Meeting-Mods gemacht. Also. Wenn wir uns dadurch quälen werden, ich weiß echt nicht mehr, was ich dann noch tun soll. Wenn ich dann mal dafür dann mal nicht so ein paar mehr Aufrufe bekomme, dann weiß ich echt nicht mehr, was ich tun soll. Ob ich dann noch LOL bangen soll oder. Naja, machen wir aber hier ein bisschen Erze. Ein bisschen neue Leer. Joho, weißt du mal. Das kann hier gebacken werden. Das schmeiße ich irgendwann weg. Nervig? Das war schon nervig, als wir das gebraucht haben. Wie sieht das jetzt von den Dusts aus? 400 Titanium Dust, da läuft. Plutonium. Duff. Tiny Pile of Plutonium, machen wir den auch schon mal groß. Uranium. Endstone Dust, alter Hunde, nein. Nickel, Manganese, Kraft, Wildner, Sack, also. Das wird noch lustig. Ja, wie ich schon am Anfang gesagt, diese Folge werden wir wohl nicht so viel wirklich produktiv. Einfach nur so ein bisschen verarbeiten und über die Gamescom plappern. Blub. Was bist du so am Lachen? Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Bin da froh, dass du nicht putz, 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 putz. Putz, 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 putz. Also hier an der Stelle wäre es Kern, Hand of Blood. Super LOL Videos. Eindeutig einander Waffel. Super verklatscht. Wie Dominik. Naja, eigentlich ist das ja mein geheimer zweiter Account und so, ne? Ja, definitiv. Ich meine, wer kann dieses Putzen nicht so perfekt nachmachen, außer Hand of Blood? Also ich, Putz, 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 Putz. Also ich muss heute sagen, eindeutig bei der Gamescom, mein Highlight heute waren wirklich diese Besoffenen.
Da kamen welche hin, erstmal so, welche, ja, kann man ein Foto machen, bla bla bla. Ist ja erstmal so kein Ding, wenn es ein Cosplayer ist. Ja, das Problem ist, das war kein Cosplayer, das war einfach ein normales Mädchen. Ja, es gibt schon komische Leute, ne? Hm, es gibt schon alkoholisierte Leute. Was gegen Alkis? Sag mal so, ich glaube, jeder weiß ja, dass ich halt. Okay, dass ich nicht mehr so viel Alkohol trinke, wisst gar nicht. Duft, duft. Wie lange sind wir hier schon am Aufnehmen? Weiß ich gar nicht. Wann haben wir angefangen? Weiß ich gar nicht mehr. Na dann. Kann es um 6 gewesen sein? Änderungsdatum. Um 18:32 haben wir angefangen. Na, das ist knapp eine Stunde. Ja, machen wir die 10 Minuten noch voll, dann hören wir auf. Danach teile ich noch. Habe ich Schnauze voll, habt ihr gut durchgehalten, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, bla bla bla. Ich setze dann auch nachher dann mal, was ich vorhab, bezüglich Ende der Staffel, wie ich mir das Ganze dann vorgestellt habe. Okay. Weil ich da kurz das Ganze noch gar nicht gesehen, ne? Ach so, was, richtig. Was die anderen noch nicht gesehen haben, oben das Feld. Maja. Ja, danke, Schruhe, hab dich auch lieb, aber ich will jetzt nicht kuscheln. Und zwar, der kleine Kratzi hier hat hier mal so ein bisschen was aufgebaut. Das ist irgendwie ein cooles Muster von hier oben, ne? Ja, das waren die einzigen Stellen, die nicht beleuchtet waren, wo Mobs bauen konnten. Soll ich was sagen? Ich hab vergessen, als hier eine Magnum Torch ist. Ups. Ich hab's ja schon fast gedacht. Alter, du bist doch so ein Affe. Nö. Naja, vom Aussehen irgendwie schon. Du weißt, dass ich das durchziehe. Ich weiß. Der Arsch will mir meinen Finger ablenken. Alter, ich glaube, diese Bienen fände ich dich auch irgendwann mal, wenn das so weitergeht. Ja. Ja, Bienenzucht hat mir diese Staffel echt verhagelt irgendwie. Man kann nicht alles haben. Ja. Ich find's einfach nur kacke, weil wir hatten einfach so. Ich hätte über die Bienen echt alles machen können und dann. Nö, sehe ich nicht ein. Naja, vielleicht gibt's in der nächsten Staffel ein bisschen mehr Bienen. Ja, Bienen bei dir zu Hause. Drum. Gott, war der kacke. Boah, weißt du was? Das habe ich jetzt vergessen, um abzuliefern am Ende. Werde ich eh nicht vermissen. Stimmt, wir haben ja genug Kiss. Mhm. Schau mal bitte kurz in die Dia-Kiste von mir. Die da hinten? Ja. Da lagere ich ja mein ganzes Zeug irgendwie immer ab. Ja? Schau mal in beide Rucksäcke rein. Doof, doof. Leer. Da ist es drin. Planter, Harvester, Upgrades. Iridium Reinforced plötzlich so. Das ist noch eine Überraschung. Ah, ich weiß. Ja. Okay. Ja, dann weiß ich, was ich nächstes Mal definitiv euch zeigen werde. Die Überraschung? Nein. Planter und Harvester? Ja. Ah. Und zwar die Fernsteuerung. Ich will das halt schon aus Gewohnheit, weil ich dann weiß immer, wenn ich weggehe, dass so ein Interface steht, habe ich aus Gewohnheit schon zurückgedreht, um auf dich zu gucken. Ja, ich habe wegen mit Computercraft experimentiert. Ah, okay. Ich habe es endlich geschafft, das mit dem Wireless Modem. Ich habe es endlich verstanden. Und es ist richtig genial. Also, damit kann man einiges machen. Okay, klingt schon mal lustig und böse für mich. Nö, eigentlich nicht. Sag mal so viel von dem Computercraft, mal leider ich immer zu 90% darunter. Beim letzten Mal, als ich mit Computercraft gearbeitet habe, ist es zweimal in den Eimer flöten gegangen. Aber wir hatten noch nicht so viel Eisen. Ach, stimmt, ja.
Das war aber ein Mod, der jetzt draußen ist. Quicktech? Nein. Minecraft? Ja. Wusste ich doch, also für jeder, der noch nicht wusste, dass Minecraft ein Mod ist, wenn man hier auf Mods geht, dann steht hier dann Minecraft, ne? Also jeder weiß, dass es ein Mod ist, ne? Also wenn man da raushaut, ist alles okay, ja. Es gibt nur ein paar Blöcke nicht mehr. Aber sonst ist alles noch da. Ich stell dir irgendwann mal vor, man würde erstmal alle Minecraft-Blöcke löschen, sodass er wirklich nur noch ins Void fallen würde, sondern einfach nur die Mods installierst und dass die Blöcke dann vorhanden sind. Ich stell dir vor, wie das aussehen würde. Dann würdest du irgendwie auf so Black-Granit-Blöcken leben. Mission accept! Gott, bist du kacke in der Höhle. Na scheiße, da war ja noch was, was ich mir da rantun muss. Erstmal das hier. Warum ist das alles schon weg? Ja. Warum? Ah. Wir haben so viel Brain. Ich weiß ja nicht, ob du noch Brain hast, aber hier ist noch Brain drin. Brain meinte ich. Oh, warte mal, ich will mal gucken. Ah ne, schade, hatte ich schon gemacht. Und zwar, als ich noch ein bisschen dieses Crafting-Rezept gefarmt hatte, was da drin war, hatte ich nochmal zwei Kanister bekommen. Habe ich mal zwei gemacht. Ah, oh, okay. Das heißt noch zwei und ich bin auf 40 Leben. Gut, ich tue es mir an. Alter, ich kann eigentlich mal alles ins Inventar aufnehmen. Einfach, tu einfach mal alles ins MI. Ich will nicht wissen, wie viele das sind. Ich muss auch nicht wissen. Alter, ich muss echt dreimal latschen. Du musst auch noch die anderen aufnehmen, ne? Ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall. Sicher? So, das war jetzt quasi vor 3620, ihr wollt mir die Hoden lecken. Eigentlich nicht. Bist du sicher? Ja. Das ist jetzt doof. Quintuple. Warte. Okay, davon waren keine mehr dran. Gib doch einfach mal Kabel ein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Sind die gerade verschwunden? So, aber nice. Alter. Wir haben Arsch, ich hab nur zwei von diesen scheiß 8-Tor kompressen. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Alter, haben wir den Arsch offen oder was? Wir haben es zweimal geschafft, umso besser. Ha, das heißt, wir sind doppelt so produktiv wie Trivolo. Es ist nicht schwer. In der letzten Staffel. Okay. Auch dieses Mal ist es nicht schwer. So, komm jetzt mal irgendwie was Schönes aus dem Machen oder so, kannst du sagen, Juhu, du hast einen. Ja, Juhu, dachte ich mir. Komm an, lass mal Fassaden mit dem Machtdruck was machen. Okay, Oktuple, Septuple, Sechstuple, Quintuple, Quadruple. Ja, ich würde sagen, das war's dann für heute, ne? Ja. Wie gesagt, heute mal nicht so viel Produktivität im Sinne von neuen Maschinen. Einfach mal heute ein bisschen geplaudert. Guck mal, auch mal schön. Ja. Ich würde sagen, wenn euch trotzdem diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn mir nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut dann auch mal beim Bakerman oder beim Butze vorbei oder beim Streetiger oder beim Trivolo. Und würde ich sagen,
Sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht beim RBT, vielleicht bei einem Let's Play Together. Mal sehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.